Im Netz häufen sich die Weltuntergangsszenarien zum 23. April. Der Planet Nibiru soll auf der Erde einschlagen. Diese Theorie stützt sich auf eine besondere Sternkonstellation an diesem Tag. Was ist dran? Was hat es mit dem Planeten Nibiru auf sich? Und was auf jeden Fall am 23. April 2018 passieren wird, erfahrt ihr jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Es war ein schlimmer Tag, der 23. September 2017. Die Welt ging mal wieder nicht unter. Es ist einfach zum Mäusemelken. Immer wenn ein Weltuntergang vorausgesagt wird, fällt er aus. Es ist einfach deprimierend. Eigentlich gibt es kaum ein Jahr, in dem nicht ein bestimmtes Datum von gewissen Leuten mit Spannung erwartet wird, weil verschiedene Katastrophenszenarien vorausgesagt werden. Im Jahr 2017 war es der 23. September. Pustekuchen aber. Und jetzt ist es der 23. April. Also bleibt uns mal wieder nicht mehr wirklich viel Zeit, unser Leben, so wie wir es bisher kennen, zu genießen. Oh Mann, eine besondere Sternenkonstellation soll heute den Weltuntergang, ja, was soll ich sagen, auslösen, verursachen. Ja, ich fasse es echt nicht. Nur weil irgendwelche Sterne aus unserer Perspektive, also der Erde, irgendwo am Himmel stehen sollen, geht die Welt unter? Nur mal zum Nachdenken. Vom Mars oder anderen Sternensystemen in unserer Nähe aus sieht der Himmel ganz anders aus. Da stehen die Sterne woanders oder es gibt die Sternbilder gar nicht, weil sie eben aus einem anderen Blickwinkel auf den Himmel gucken. Es ist wirklich so ein hanebüchener Blödsinn. Ja, und diese außergewöhnliche Sternkonstellation, die nur alle 100 Jahre passieren soll. Ja, allerdings im September letzten Jahres, da war sie so ähnlich am Himmel zu sehen. Also die Sonne im Sternzeichen der Jungfrau soll da stehen, genauso wie der Planet Jupiter. Insgesamt befinden sich am 23. April in dem Sternzeichen 12 Sterne, was eben nur einmal alle 100 Jahre passieren soll. Ja, und warum das auch immer noch mal die Apokalypse auslösen soll. Also, was wird passieren? Das muss man den Verschwörungstheoretikern lassen. Sie geben einfach nicht klein bei und erwarten zum ja wirklich x-ten Mal, dass ein unbekannter Planet namens Nibiru oder Planet X, wie sie ihn oft auch nennen, die Erde zerstören wird. Dieses Mal natürlich ganz sicher am 23. April 2018. Diese Theorie beschreibt beispielsweise der britische Autor und Verschwörungstheoretiker David Mead ausführlich. Er hat auch diese schlimme Sternkonstellation für heute verkündet mit den genannten Auswirkungen. Also Nibiru soll demnach ganz dicht vorbeifliegen oder einschlagen und wohl den Großteil aller Menschen vernichten. Einige der Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass die Öffentlichkeit über dieses Ereignis bewusst im Unklaren gelassen wird, damit sich nur die Elite darauf vorbereiten kann. Wie ihr wisst, sind ähnliche Vorhersagen weder für 2003 noch für 2012 noch für 2015 oder 2016 oder 2017 eingetreten. Ja, inhaltlich stützen sich die Anhänger dieser Theorie ihrer Überzeugung nach auf die NASA, die den mysteriösen Planeten Nibiru vor längerer Zeit einmal mit dem IRAS-Satelliten beobachtet haben soll. Weltuntergangsfanatiker sind nämlich davon überzeugt, dass die NASA Nibiru 1983 entdeckt hat, aber seitdem totschweigt, um eine Massenpanik auf der Erde zu vermeiden. Jeder wissenschaftliche Beitrag, in dem irgendwie der Begriff Planet X vorkommt, wird von Ihnen als Bestätigung für Ihre Katastrophenszenarios angesehen. Was aber wirklich dahinter steckt, den Begriff Planet X, den gibt es ja im Wissenschaftsjargon tatsächlich. Er steht aber für einen noch hypothetischen Planeten. Es gibt ja immer mehr Beweise in den äußeren Regionen des Sonnensystems. Und na klar, auch die NASA sucht nach noch unbekannten Planeten im äußeren Sonnensystem. Doch mit dem weltzerstörerischen Nibiru, dessen Existenz nicht bewiesen ist, also es gibt ihn einfach gar nicht. Die NASA würde mir jetzt wohl recht geben, wenn ich absolut Entwarnung gebe. Es wird nichts passieren, ihr könnt euch entspannt zurücklegen, den ganzen Tag und noch alle anderen Tage danach genießen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hätten Astronomen solch einen Planeten, der auf dem Weg in Richtung Erde wäre, schon seit einiger Zeit auf dem Schirm. Eventuell wäre er mittlerweile sogar mit dem bloßen Auge erkennbar. Und zum Schluss kann ich euch noch verraten, was ganz sicher heute passieren wird. Ja, nichts. Jedenfalls nichts Besonderes. Ja, wenn ihr kein Thema verpassen wollt, vor allen Dingen den nächsten Weltuntergang, dann solltet ihr meine Nummer bei WhatsApp adden. Das könnt ihr hier. Dann erfahrt ihr auch von mir vor jedem Video, also bevor das online geht, kriegt ihr den Link, könnt es vorher anschauen, garantiert. Und zur Begrüßung habe ich bei WhatsApp auch ein kleines Goodie für euch. Und auf jeden Fall aber auch natürlich nicht das Abo mit der, genau,
Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit meinem Video. Das klingt relativ ähnlich zum letzten Weltuntergang. Ja, das könnt ihr immer noch sehen, ja, weil die Erde eben nicht untergegangen ist. Bis dann. Bleibt dran.